Das ist Nummer 2 jetzt auch. Wir sind am Playa Chica. Schau, ich habe Kates Windsurfmaterial aufgebaut. Da geht mein Vater raus, er hat sich einen Wing aufgebaut. Und Kate fliegt da mein Wing bereit. Kates Vater ist schon auf dem Wasser. Und wir sind speziell hierhin gefahren, weil es draußen schon echt Welle gibt. Und hier, man sieht's, sehr schönes flaches Wasser. Und das ist dann ideal zum schönen Üben. Also, geh mal los aufs Wasser. Hey, los geht's. Vergiss dein Helm nicht und dein Fußlauf musst du noch einstellen. Viel Spaß! Nach einem herrlichen Tag auf dem Wasser am Wingen mit unserem Papas. Ja. Es ist abends immer, es ist mir dann doch echt müde. So auf dem Wasser sein, Wind, Sonne, Meer, das macht schon müde. Und dann liegen wir oft abends einfach gemütlich hier. Genau, ich wollte gerade sagen, weißt du, was dann hilft? Was? Schlafen? Ausruhen. Ausruhen, genau. Ja. Deshalb, Kai hängt da wie eine Schiefe ab. Mit einem Buch? Am Lesen. Hier wird Tee gemacht. Ja. Und wir haben Cracker. Cracker. Und dann machen wir es so gemütlich und meistens geht um 10 das Licht aus. Weil die Augen nicht mehr offen bleiben können. Und zwischen 8 und halb 9 eigentlich gehen sie wieder auf. Also gute Nächte. Heute Morgen haben wir uns einen Wecker, oder ja, wir haben uns einen Wecker gestellt auf 8 Uhr. Zum Arbeiten, dachten wir. Weil du vorgestern nicht gearbeitet hast, wolltest du heute mehr machen. Mal früh aufstehen. Der Wecker schön um 8 geklingelt. Hat natürlich sehr gut geklappt. Schön im Wecker ausgeklickt und dann um 9 wieder aufgewacht. Ja. Ja, wir sind es nicht mehr gewohnt an Wecker und ja. Also mit ihr, Wecker aufstehen. Die da so fleißig im Arbeitsrutin im Dunkeln auch sitzt. Noch, im Dunkeln und in der Kälte aufstehen. Super. Respekt. Respekt. Ja. Ihr könnt da echt was. Ihr darf stolz auf ihr sein. Genau. Aber hey, die Tage werden wieder länger. Geht wieder aufwärts. Ja. Willst du sagen, dann? Es wird besser. Weniger hart. Vielleicht. Dauert aber noch ein bisschen. Ja, okay, aber es ist doch immer ein besseres Gefühl, wenn die Tage wieder länger werden. Das Wasser kocht. Dann machen wir hier mal aus. Was wolltest du jetzt? Kurkuma. Kurkuma-Tee, ja. Den Kurkuma? Der ist echt lecker. So, oh. Hier steht Ausfall mit Pindakaas. Wir haben wieder Vorrat bekommen von Kais Eltern aus Holland. So, das wird jetzt getrunken. Kurkuma-Tee mit Apfel und Zimt. Echt lecker, schön frisch. Das gibt's jetzt. Hey, isst du jetzt alle Stängelchen, während ich Tee mache und lässt mir nichts mehr übrig?
ich lasse dich auch was übrig, aber ich muss schon sagen, machen schon süchtig. Die sind also, lecker, sind ne? So lecker salzig. So Salzstange. Mit Salz und, was sind das, so Sonnenblumenkerne drauf, glaube ich, ne? Ne, Erdnüsse. Hä? Nein, nein, Sonnenblumenkerne. Aber auf dem Bild sind Erdnüsse. Echt? Vielleicht sind die aus Erdnuss gemacht, weil da sind keine Erdnüsse drauf. Ich schmecke auch keine Erdnuss. Nee. Aber mach mal langsam, ich will auch noch was. Ja. Tee ist fertig. Ich habe mir noch ein paar Stängelchen gesichert. Und jetzt kann ich auch gemütlich lesen. Sitzen wir gegenüber voneinander. Gibt es noch ein Stängelchen gemütlich. Für mich? Nö. Gar nicht mehr. Einer vielleicht. Okay. Einfach zum Abschließen. Zum Abschließen. Okay, ich gebe dir noch eine. Hallo, hallo, hier sind die von Berlos. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind wieder aufgestanden. Kate war schon schnell rausgehüpft. Ich habe schon Kaffee und gemacht. Hat hier uns da Kaffee schon gemacht, steht fast bereit, das sieht heute noch. Heute müssen wir wieder selber Kaffee machen. Gestern, oh, wurden wir verwöhnt. Da ging um 20 nach 9, ging die Tür hinten auf und dann stand der Nico mit zwei Cappuccino vor dem Bus. Hat er für uns lecker Milch aufgeschäumt, der hat eine gute Kaffeemaschine dabei im Bus. Ja, das... Das war auch nicht schlecht. Nico, danke, wir haben richtig von genossen. Schade. Dass du jetzt fahren musstest. Nicht ja. Nur deshalb, nicht nur wegen dem Kaffee. Nee. Kaffee genießen wir jetzt trotzdem, auch wenn wir die selber machen mussten. Ja. Ich konnte zumindest auch liegen bleiben. Morgen bin ich dann wieder dran. Ja. Jetzt schneiden wir ein bisschen Vlog. Oder Vlog zumindest Kate schneidet Vlog, damit Sonntag wieder rechtzeitig hochgeladen werden kann. Genau. Und ich arbeite währenddessen ein bisschen. Und ich glaube, dann warten wir einfach, bis die... Hecktüren wieder geöffnet würden. Ja, das war immer Job von meinem Vater, die letzten Tage eigentlich. Ja, die hat dann so bei Sonnenaufgang oder wenn die Sonne hoch genug stand zum Rauskommen, wird die Hecktüre geöffnet und das war für uns dann Zeichen rauszukommen. Eigentlich, wenn hinter uns Bus, haben wir immer gefrühstückt da ist der beste Platz in der Sonne. Und da haben wir dann gesehen, wie unsere Eltern oder Väter tatsächlich den Tisch decken oder gedeckt haben. Und da wussten wir, okay, jetzt... Wenn der Tisch gedeckt ist, können wir aufstehen. Jetzt dürfen wir rauskommen. Ja, also das war richtig gut. Deswegen schaffen wir jetzt noch ein bisschen und warten da mal auf den Moment. Es wird der letzte sein, weil morgen reisen deine Eltern ab. Heute, nach dem Frühstück. Heute, nach dem Frühstück. Ja. Heute, ja. Oh. Ja, dann sind nur noch meine Eltern da eine Woche und dann geht es auch echt wieder weiter. Dann also, geht's weiter. Ja. Schade, ja. Also, ich freue mich, dass es weitergeht, aber schade, dass die Eltern gehen. Ja. War sehr schön. War sehr, sehr schön. Wir haben es echt genossen mit euch. okay, schaffen wir mal. Ja. Da kommt er. Der war schon einkaufen. Aha. Bitte, hört das? Hallo. Guten Hallo. Morgen. Hallo. Warst du schon einkaufen? Einkaufen. Können wir rauskommen? Könnte rauskommen. Das Frühstück wird gleich gerichtet. Ich sehe es und die Sonne ist auch schon raus. Die Sonne ist auch schon da. Herrlich. Sehr gut, gell? Ja, nicht schlecht. Da ist Nummer 2 jetzt auch. Ja. Da warten wir mal, bis Frühstück gerichtet wird. Ja, bis wir rauskommen. Ja, ja. Hey, was passiert hier, Schatz? Naja, mein Anzug ist K.O., der ist echt komplett kaputt. Den habe ich schon mal ein paar Mal versucht zu nähen und so. Ja. Aber und der Nacken ist auch ausgerissen, ne? Komplett ausgerissen, schön.
Also, das muss eigentlich da zusammen sein. Ja. Der ist jetzt echt durch. Aber ich würde es wieder verwerten. Wir haben da so Foils, die sind so aus Carbon, ziemlich empfindlich. Also die muss man schon geschützt lagern. Und ich baue jetzt deswegen vom Neopren mal eine Schutzhülle für den Ding. Dann brauchen wir nicht all das Styropor und so in der Tasche, weil das windet immer. Bisschen zu groß davon. Und groß auch. Viel Platz braucht das. Ja, ja. Deswegen wird ein bisschen gebastelt. Bastelstunde. Bastelstunde, genau. Und während wir am Basteln sind, ist auch meine Mutter am Basteln. Schau mal, was sie gestrickt hat. Ist das nicht süß? Von meinem kleinen Neffe. Ah, goldig mit den Knöpfen. Richtig schön. Süß. Aha. Lecker. Ohne Anleitung, ne? Ja. Hast du es gestrickt? Mhm. Einfach so. Der Sohn bastelt mit Neo und die Oma ist am Stricken. Toll. Ja. Styropor-Dinger haben das jetzt geschützt, aber es wird schon langsam. Ich mache das Ding noch, irgendwie ein Deckel dafür und der Rest ist schon irgendwie in seine Hülle und da geht es alles zusammen in den Sack und da muss es gut geschützt mitgenommen werden können. Ja, machen wir mal fertig. Fertig. Das ist alles, was noch von meinem Neo übrig ist. Oder zumindest das Stück würde ich auch noch aufheben. Vielleicht kann ich da noch was mit. Das schmeiße ich weg. Und der Rest ist alles verwertet. Und schau, schön eingepackt. Alles in so einzelne Teile. Ja, ich bin nicht der Beste in Vernähen, aber so sitzt es doch eigentlich ganz gut geschützt und einfach eingepackt und spart echt einiges vom Platz. Schau, ich habe da normal war es ganz voll und jetzt habe ich noch einiges übrig. Also ich bin ganz happy. Toppi, toppi. Und währenddessen passiert hier auch so einiges. Kate, was machst du? Sauber. Sauber machst du? Dringend nötig. Ja. Die nassen Tage, da hat es jetzt hier angefangen, diese Plastikteile haben zum Teil geschimmelt. Okay. Die Schimmelluft im Bus und so. Deshalb bin ich das jetzt mal ein bisschen am. Ja, ekelhaft. Aber es geht gut zum Abwischen, wenn wir das jetzt gut trocknen lassen. Und einfach mal wieder die Teppiche habe ich rausgenommen, rausgefegt und den Teppich gewaschen von Hand. Ja. Irgendwann ist so ein Punkt, wo man denkt, jetzt muss es. Jetzt muss es echt. Und das ist jetzt dann. Kein Wind, gutes Wetter, das alles trocknet. Perfekt. Okay. Dann viel Erfolg dir. Hier wird ausgeparkt, muss ich schon echt schauen, weil hier sind so Mauern. Und dahinter ist auch ziemlich eng, also langsam wir helfen. Und dann verabschieden wir uns von Kates Eltern. Es hat geklappt, er ist raus. Vom Camping weitergefahren. Wieder? 5 Kilometer maximal. 4. Maximal. Echt nicht weit. Hier sind, oder hier sind oft bessere Wellen, um hier jetzt noch abends Wellenreiten zu gehen und du mit dem Surfball. Ja. Ja, Wellen sind aber sehr, sehr klein. Mit dem normalen Wellenreiter ist auf jeden Fall nichts. Vielleicht geht es für dich noch. Vielleicht geht es noch Fäulen. Ich schaue erstmal einfach meinen Vater zu, wie er hier rumpaddelt mit seinem Surf. Und sonst genieße ich so ein bisschen der Abendsonne. Es ist echt warm jetzt, ohne Wind. Der Wind war eiskalt heute Morgen. Jetzt ist es echt herrlich und es ist so eine schöne Stimmung abends immer. Tarifa, man hat einen mega Blick auf Tarifa. Und aber auch Marokko sieht man heute richtig. Ja, man sieht wirklich echt die Städte und die Windmolen und so, die alles da stehen. Und so. Ja. Verrückt, das Atlasgebirge haben wir Blick drauf. Ja. Und jetzt müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen, das Leben
ändert sich jetzt wieder. Meine Eltern sind heute Vormittag gefahren. Ja. Es wird leerer auf dem Platz. Genau, wir sind hier noch eine Woche da und dann nächste Woche fahren wir auch vom Camping und da geht's Reisen wieder weiter. Also wieder, da könnt ihr gespannt sein, weil so schnell ein Tag auch wieder vorbeigeht, so schnell geht auch diese Woche wieder vorbei. Und wir haben es genossen. Ich hoffe, wir haben es sehr genossen. Ihr auch. Zeit mit der Familie nochmal schön. Ja. Wir werden sie vermissen. Ja. Für diese Woche verabschieden wir uns. Ciao. Dann sehen wir uns. Es war die erste Woche 2022, oder? Ja, es war die erste Woche. Erste Woche 2022. Ja. Hat gut angefangen, muss ich sagen. Ja. Für euch hoffentlich auch. Ja. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Dui, dui. Tach, tach.